Durch eine Reform des Haushaltsrechts soll in Salzburg die Möglichkeit geschaffen werden, Wirkungsziele, Budgets zu erstellen. Was ist darunter zu verstehen und was sind die Vorteile? Es ist ein langer Wunsch auch von mir, dass wir das Budget nach Wirkungszielen ausgestaltet, so wie es der Bund jetzt auch seit 2013 macht. Das heißt, es gibt klare Vorgaben, klare Ziele für den Einsatz der Geldmittel. Jedes Ressort legt sich 4 oder 5 Schwerpunkte und diese Schwerpunkte werden dann in der Zeit über das Budget abgearbeitet und man hat eine komplette Kontrolle, wie gut das Geld eingesetzt wurde. Hat man das Ziel erreicht? Hat man die Zielvorgaben umgesetzt? Wenn ja, ist es gut. Wenn nein, muss man sofort daran gehen, entweder das Gesamte abzuändern oder die Ziele neu zu definieren, damit man einfach das Geld wesentlich effizienter und transparenter einsetzen kann. Welche Erfahrungen hat der Schweizer Kanton Aargau mit der wirkungsorientierten Budgeterstellung gemacht? Wir haben grundsätzlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Die haben sich auch bestätigt durch die Evaluation, die wir eben vor wenigen Jahren durchgeführt haben, wo es zeigt, dass seitens des Parlaments eine Zustimmung ist. Das Parlament konnte gestärkt werden, aber auch seitens der Regierung und Regierungsverwaltung stellt man fest, dass man besser eben auch mit einer längeren Zeitperspektive arbeiten kann. Grundsätzlich positiv. Der Staat konnte damit gestärkt werden, Primatpolitik zurückgewonnen werden. Und das Erfreuliche ist, seit wir so arbeiten, budgetieren wir auch nur noch schwarz.